Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Video handelt es sich um ein sogenanntes Eiweißabendbrot. Hier unten noch mit dem Zusatz Low Carb. Was macht dieses Brot so besonders? Warum kostet so ein kleines Brot 2,99 Euro? Es ist ein ganz besonderes Brot. Wie gesagt, der Name verrät es eigentlich schon. Wir haben hier ein Eiweißbrot. In diesem Eiweißbrot haben wir einen sehr hohen Eiweißanteil verglichen mit einem normalen Brot. Ein normales Brot hat einen sehr geringen Eiweißanteil. Je nach Sorte sind es wenige Prozent. 6% Eiweiß ist für ein normales Brot relativ üblich. In diesem Eiweißbrot haben wir einen Vorteil. Wir haben hier etwa 26 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Produkt. Das heißt, 26% von diesem Brot ist ein reines Eiweiß. Das ist natürlich für ein Brot relativ viel. Das, was dieses Brot hier so besonders macht, ist allerdings der Kohlenhydratanteil. Wir haben hier in diesem Brot gerade mal 7,4 Gramm Kohlenhydrate auf 100. Das heißt, 7,4% Kohlenhydrate für ein Getreideprodukt ist extrem wenig. Die Zutaten sind hier Wasser, Eiweißmischung, in Klammern Weizeneiweiß, Sojaeiweiß. Da verrät sich das Ganze natürlich auch schon. Wir haben hier anstelle von normalem Mehl, was verwendet wird, haben wir hier eine Eiweißmischung, überwiegend Weizeneiweiße und Sojaeiweiße, die verwendet wurden. Wir haben es hier also mit einem Brot zu tun, bei dem anstelle von Mehl eine Eiweißmischung verwendet wurde. Der Vorteil ist ganz einfach. Wir nehmen weniger Kohlenhydrate zu uns und wenn wir eine Low-Carb-Diät machen, ist es natürlich sehr wichtig. Jeder, der eine Low-Carb-Diät macht, der hat gewisse Appetit auf diese typischen kohlenhydrathaltigen Produkte. Dem fällt es eventuell auch schwer, abends kein Brot zu essen. In diesem Fall haben wir ein Eiweißabendbrot, das heißt nicht umsonst Abendbrot, als dass es eben auch abends noch eine relativ vertretbare Sache ist. Ich habe hier schon eine Menge Sachen mit ausprobiert, habe mich mit Magerquark anstelle von Butter bestrichen, habe dann ein bisschen Diätmarmelade anstelle von einer normalen Marmelade drauf gemacht und hatte wirklich ein sehr kohlenhydratreduziertes Produkt, was allerdings auch sehr gut für eine Diät geeignet ist. Ja, so kann man sich eine Low-Carb-Diät natürlich auch bequem machen. Das Einzige, was daran nicht so ganz bequem ist, wie ich finde, ist der Preis. 2,99 Euro für so eine Handvoll Brot ist natürlich schon relativ happig. So ein normales Brot gibt es da wesentlich günstiger. Allerdings haben wir hier natürlich auch eine andere Qualität. Eine Sache muss ich trotzdem noch dazu sagen. Wer sich dieses Brot anguckt, wird feststellen, dass wir hier 10,3 Gramm Fett auf 100 Gramm Produkt drin haben. Das heißt, über 10% von diesem Brot ist Fett. Das ist natürlich für ein Brot relativ viel, verglichen mit einem normalen Brot, was vielleicht ein Fünftel so viel Fett hat. Ist es natürlich um einiges mehr. Das darf dich allerdings nicht täuschen. Wir haben es hier mit Fetten aus Leinsaat, aus gelber und brauner Leinsaat zu tun, also extrem hochwertige Fette. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Fette bei der Low-Carb-Diät eine ganz besondere Rolle haben. Diese Fette werden nämlich als Energielieferant herbeigezogen. Das heißt, wer in der Low-Carb-Diät die Fette einschränkt, der macht einen riesengroßen Fehler, einen grundsätzlichen Fehler. Ist ein klasse Produkt hier, alles in allem. Was daran einfach nicht so klasse ist, ist der Preis. Also an alle Bäcker, lasst euch gesagt sein, Eiweißbrot, tolle Sache, aber am Preis müsst ihr unbedingt was machen. Das war es dann soweit erstmal von mir zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, Simon.